Der Admiral schickt der Corvus Bomber hinterher. Die müssen erst an uns vorbei. Schalten wir sie aus. Ja, Commander. Malzah als ehrenwerter Rebellenabschaum. Herzlich willkommen zurück auf Jakku und herzlich willkommen zurück zu Battlefront 2. Ah, wie hat er das denn überlebt? Boah, guck mal. Hab einen. Zwei. Weniger. Raus. Bomber beseitigt. Noch nicht. Eine weitere Staffel ist zu uns unterwegs. Schick sie zu mir. Aua, das ist. Korb ist getroffen. Einer weniger. Mach's gut. Jäger zerstört. Jäger zerstört. So, komm her, du Bösewicht. Wow. Bomber zerstört. Und noch mehr von der Sorte. Sicher. Mach's gut. Wow. Bomber zerstört. Wer ist der Nächste? Wir haben noch eine Teilstaffel im Anflug. Ja, sicher. Das stimmt was nicht. Sie hat direkten Kurs auf Sie. Was? Dann brauche ich wenigstens nicht so weit Hallo, fliegen. Aiden. Hask. Ich wusste, Sie würden die Gelegenheit nutzen. Glauben Sie, Sie und Dell sind heute meine geringsten Sorgen. Hier geht es um mehr als... Ach, er hier ist Hask oder was? Easy peasy, Alter. Easy peasy. Erstmal bist du weg, du gehst mir um den Sack. So. So, dann komm her, du kleine Pflaume. Ach, wie in den guten alten Wing Commander Zeiten. Ehrlich, das vermisse ich wirklich. Mal wieder so ein richtig gutes Weltraumspiel. Oder Freelancer zum Beispiel wäre auch richtig cool. Mann, jetzt stirb doch. Ich muss diesen spannenden Kampf mal gerade eben unterbrechen und den Sound ein bisschen leiser machen. Ich hatte ihn wieder angemacht für die Single, für die Multiplayer-Geschichte, aber das ist mir jetzt doch ein bisschen zu nervig. Versteht ja sein eigenes Wort nicht. Mann, treff ich ihn überhaupt? Wow, wow, hoppala. Ah, er raucht zumindest schon mal. Commander, hören Sie mich? Aiden, ist alles okay? Ich bin okay. Gut. Schauen Sie sich um, es ist fast vorbei. Noch nicht. Bring die Korbes in Sicherheit. Ich werde das hier beenden. Ich hol mir meinen Vater. Aiden, er ist es nicht wert. Ich muss es versuchen. Jetzt los! Na gut. Rückzug! Okay.
Das war knapp. Ja, kann man so sagen. Höchst beeindruckend, wie sie sich da so festgehalten hat in einem Arm. Aiden? Mir geht's gut, Herr. Ich finde einen Weg hinein. Bäh. Sie und Schrift folgen dem nächsten Notsignal. Aiden, nein, auf keinen Fall. Wir kommen und holen dich sofort. Nein, das ist ein Befehl. Droide, Verbindung trennen. Aiden, nein! Oh, völlig falsche Waffe. Völlig falsche Waffe. Was soll ich denn hier mit so einem Sniper-Rifle? Oh ne, wie denn? Was denn? Durch die Gegend, das gibt's ja nicht. Na, was machst du denn? Was machst du denn? Boah. Gib mir eine vernünftige Waffe, bitte. Das ist total scheiße. Ey, ernsthaft, ich will eine andere Waffe. Das ist der letzte Dreck. E11 oder sowas, das reicht mir schon vollkommen, ehrlich. Ja, oder ein stinknormales A280 ist auch okay. Oder den. Was ist hier mit meinen Karten passiert? Wieso fehlt mir hier schon wieder eine? Warum macht er das immer wieder von selber zurück? Das ist total kacke. So, nochmal von vorne. Ist wie Multiplayer, ehrlich. Ich werde beschossen und ich sehe keinen. Wo war denn jetzt hier dieser Druide? War der nicht auf... auf Quadrat? Oh mein Gott, ey. Wo war denn dieser blöde Druide? Warum macht der nichts? Er war auf Dreieck, ich weiß. Aber so oder so macht er nichts. Du musst was für mich deaktivieren. Ah, Dreieck war's. Okay. Wo kommen die alle her? Das gibt's doch nicht. Elektroschock, los.
sollte funktionieren. Vorwärts! Ja, du stirbst doch. So, bin weg. Wir müssen meinen Vater vom Schiff bringen, bevor es abstürzt. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. Geh nicht mit ihm unter. Ist das ein Rettungsversuch? Ich lehne dankend ab. Wir müssen gehen, los. Rex erwartet auch von mir, dass ich gehe. Aber ich gehöre hierher. Mein Leben gehört dem Imperium. Ich habe dafür gekämpft. Was ist noch davon übrig? Meine Schwäche erkannt und wurdest nicht davon verschlungen. Das hat dich stark gemacht. Deshalb wirst du mich hier zurücklassen. Du verdienst was Besseres. Nein, deshalb gehst du ohne mich von hier weg. Du verdienst dein Leben in Frieden. Geh, überlebe, lebe. So, der Kampf um die Rettungskapsel. Muss überleben. Droide, Verbindung aufbauen. Da, die Schnitter stürzen ab. Hören Sie mich? Der? Sind Sie da? Ich komme da. Ciao, Loser. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Es ist vorbei. Ja. Es ist vor. Hey, hey, aufhören! Aufhören! Der Droide sagt mir, dass er lebt. Sieht so aus. Das freut mich. Los, kommt jetzt. Das müsst ihr sehen.
Willkommen auf Jakku. Jahrzehnte später. Das ist aber ein ganz klarer Schnitt jetzt hier. Also, wenn Sie mein Schiff mieten möchten, können Sie auch einfach fragen. Die Karte zu Skywalker. Du weißt, wie ich sie finden kann. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wo ist sie jetzt? Ich werde gar nichts sagen. Okay, wir können ein bisschen Emo werden. Du glaubst, das Schiff wird dich schützen, dich abschirmen. Wird es nicht. Hier war dein Anfang. Du hattest Hoffnung, das Imperium würde dir Mut geben. Fühlst du dich jetzt mutig? Anpassen oder sterben.
Aiden Versio hat dich zum Verräter gemacht. Du denkst, sie hätte dich verändert. Dass eure Tochter dich verändert hätte. Sehr verwirrend. Ach, er muss auf Käfer klatschen. Deinen Glauben. Was ein übler Fiebertraum. Warum helfen Sie mir? Der Glaube brachte dich zur Macht. Die Macht brachte dich zum alten Mann. Es war dumm, hierher zurückzukommen. So haben sie dich gefunden. Mann, töt ihn. Ich weiß echt nicht, was hier gerade so abgeht. Das ist alles sehr verwirrend für mich. Und ein bisschen langweilig, gebe ich zu. Bajora. Er brachte sie nach Bajora. Ich hab, was ich wollte. Er gehört Ihnen. Räumen Sie hier auf. Wie geht's dir, Dell? Erspar mir die Floskeln, Husk.
Wir wissen beide, wie es endet. Du wirst nicht den Held spielen. Denn du bist kein Soldat mehr. Sieh dich an, du Feigling. Du hast deine Waffe eingetauscht. Wofür? Vaterschaft? Oder Frachtverkehr auf der Corvus? Weißt du, Aiden hat mich vielleicht verraten, aber du, Dell, du hast mich enttäuscht. Du hast mich enttäuscht. Wir haben uns verändert, oder? Hä? Sieh dich an. Du warst doch immer tot. Tja, Aiden hat ja vieles geschafft, außer mich zu töten. Wie es aussieht. Husk. Gideon. Bitte. Lass sie einfach in Ruhe. Das wird nicht gut für dich enden. Bitte. Also, Projekt Wiederbelebung kann weitergehen wie geplant. Im Gegenteil, Glamour. Ich habe dich gewählt, weil du mal nützlich für mich warst. Wir haben alles wieder aufgebaut und der Jinata Sicherheit das System überlassen. Und als Gegenleistung liegst du hinter dem Zeitplan und hast zugelassen, dass jemand unseren Plan entdeckt. Ein kleiner Fehler, mein Wort darauf. Meine Männer verlegen die Teleoperation und verdoppeln. Wir vereinfachen unsere Arbeit auf Atola. Nun, ich werde ein paar Männer zurücklassen, die das überwachen werden. Und ihr begrabt Del Mico und seine Crew. Finger weg von der Korps. Du weißt, das wird sicher locken. Davon gehe ich aus. Okay. Was will mir das jetzt sagen? Ist es jetzt vorbei? Das wäre aber ein schäbiges Ende. Kampagne abgeschlossen, das gibt's doch nicht. Was für ein dreckiges Ende. Das ist ja albern. Also das hätten sie sich auch sparen können, diese ganze Kylo-Geschichte jetzt zum Schluss. Dann hätten sie es mit dem Tod von ihrem Vater und dem schönen Happy End da auf Jakku, da hätten sie es dabei belassen sollen. Ganz ehrlich, das war doch jetzt schäbig. Aber gut, wie dem auch sei, alles in allem hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie gesagt, es ist leider auf absehbare Zeit das Einzige, was man so Singleplayer-mäßig bekommen wird an Star Wars. Deswegen muss man das halt auch so ein bisschen genießen und sich schönreden. War natürlich extrem kurz, aber das war ja vorher schon klar. Der Hauptfokus bei Battlefront 2 liegt halt nach wie vor auf dem Multiplayer. Und den werde ich jetzt noch spielen. Danke euch fürs Zuschauen und bis denne.